Willkommen zurück zu Dynasty Tactics. Freunde, ich hoffe, jetzt geht's endlich weiter. Lumengs Armee ist jetzt endlich hier eingetroffen. Aber ich denke, es wird jetzt heute nochmal zur Schlacht von Guangtan kommen, zum 20.000. Mal. Weil, die werden definitiv wieder angreifen. Ich meine, hier sind 4 Armeen stationiert. Aber ein paar werden wahrscheinlich durchrushen und endlich mal hier bei Jiangyang angreifen. Also, let the show begin. Spionage hat gefailt, schon mal scheiße. Ein weniger, aber es hat funktioniert, ne? 2 gegen 2, okay. Die Offiziere hier, diese Schlacht muss gewonnen werden. Wenn man die nicht gewinnt, haben wir verloren. Ja. Oh mein Gott. Bin gespannt, wer jetzt hier tatsächlich den Weg hingefunden hat. Ein Spion ist auf jeden Fall dabei. Lumeng und Wei Yan, die Zweitarmee, muss es jetzt machen. Crap. Kriegt's hin. Oder auch nicht. Fuck. Okay, die zweite Armee. Oh, die hinkt ein bisschen hinterher, ne? Boah, fuck. Ja, die sind immer ein paar Geschwächte. Boah, das sind nur diese ganzen starken Zhuge-Liang und Zhang-Ren. Die sind so gut. Der ist nicht gefährlich. Der ist überhaupt nicht gefährlich. Der ist eine richtige Witzfigur. Der ist so schlecht. Zhao Zhang. Und Dynasty Tactics Yujin. Auch nicht gefährlich. Alle nicht gefährlich. Hier, die sind super gefährlich. Okay, kriegen wir die irgendwie weg? Ja, hier ist der Taunt. Aber ist halt erst 16. Bringt uns jetzt nicht allzu viel. Hier ist auch ein Taunt. Aber ist halt 15. Bringt also auch nicht so viel. Shit. Gut. Er hat kein Taunt. Okay. Er hat Grube. Können wir immerhin den hier holen. Das ist Shanghe. Zuhuan hat sowieso kein Taunt gehabt. Hier haben wir noch Lufan mit Grube. Sehr nice. Können wir aber nichts machen, weil er im Wald ist. Und hier haben wir Pangtong. Auch nice mit Grube. Ja, Pangtong könnte sich wahrscheinlich sogar hier bewegen, ja. Und dann Zhanghe holen. Okay, mit Lumeng gehen wir auf jeden Fall hier hin. Ach nee, da ist denn keine Grube mehr, ne? Nee. Egal. Trotzdem. Wir bewegen uns in diese Richtung. Wei Yan möchte ich eigentlich nicht, dass er rausgetaunt wird, aber das wird er auch nicht, wenn wir uns hier aufhalten. Pass mal auf. Let's try it. Okay. Er hätte taunten können, er hätte Cheng Gui auf jeden Fall besiegen können. Das ist klar. Er spart sich den Taunt auf. Cheng Gui ist eh nicht so viel wert. Kann ich auch ein bisschen verstehen, das ist geschwächt und das ist nur Cheng Gui. Der Charakter mit den niedrigsten Angriffswerten im gesamten Spiel. Aber ja, was soll's. Und der Tatsache, dass er taunt hat, ist trotzdem. Lässt ihn trotzdem gefährlich werden. Sagen wir es mal so. Können hier auf jeden Fall die Grube jetzt machen. Hätten wir Zhanghe hier drin, aber könnten nicht wirklich was dann da kombon, oder? Na, ich mach's trotzdem. Oder wir chainen. Ja, ich glaube, wir chainen. Und mit ihnen kann ich dann den rausholen. Ja, wir chainen das. Definitiv. Chain! Nice. Können wir tauschen war jetzt... Ach, mit Verbündeten, okay. Rücken, Hinterhalt tauschen, ja. Ja, let's do it. Ist auf jeden Fall eine Combo. Mhm. Noch ein Turm. Ja gut, das andere ist ein Zelt gewesen. Jetzt dürfen wir uns da nicht taunten lassen. Das könnte böse enden. Verfolgen, Spott, verfolgen, verfolgen. Hm. Nee. Damit können wir nichts erreichen. Ja. Just do it. Was soll's, Mann? Das war nicht das ideale Ziel jetzt. Also hier haben wir noch Baolong mit Taunt. Boah, Chikui. Natürlich macht so wenig Damage. Wir haben ja noch Baolong mit Taunt. Da können wir immerhin noch Zhao Ren raustaunten.
was hinkriegen. Einen sollen wir uns wirklich für den Notfall aufbewahren. Oh yeah. Ganz guter Damage. Kann sich sehen lassen. Nice. Tempo. Das heißt, der fängt jetzt immer an, oder was? Nö. So viel Tempo hat er, dass er nicht mal anfängt. Okay, Jujin geht jetzt YOLO, durchbricht und landet direkt in mein Revier. Das ist ja Selbstmord, aber gut. Hat nicht mal viel Damage gemacht. Ach so, nee, er bricht nicht durch, weil hier Flussufer ist und es so hoch ist. Okay. Was können wir hier machen? Ja, wechseln. Das ist eine schlechte Strategie. Die hasse ich. Der hat Flut, Rücken, Rücken, Feuerangriff. Feuerangriff. Der hat Hinterhalt, Rücken, Rücken. Weiß nicht. Ah, crap. Was machen die da? Das gefällt mir nicht. Sieht scary aus. Wir können hier Zange machen. Zange into nothing. Das ist nicht viel. Können wir auch Feuerangriff machen. Oder Rücken. Wo ist Baolong? Das ist Pangtong. Ja, lass ihn mal Rücken machen. Sind wir in einer besseren Position mit Lumeng. Was erreichen können wir sowieso nicht. Also kommen können wir nicht. Jo, ja, der Zhang-He ist down. Ah, der ist richtig geliefert. Ach, hier hat doch was gekommen. Ja, soll er doch machen. I take it. Warum nicht? Jetzt kommt er da zwar raus, aber es passt schon. Wir müssen eh zusehen, dass wir Zhao Ren taunten. Und da steht Wei Yan im Weg. Das bedeutet, wir müssen das jetzt hinkriegen, dass Wei Yan hier wegkommt. Und es geht nur mit dem Überfall, also müssen wir Überfall benutzen. Okay. Yes, nur 400 Damage. Nice. Was ein Schwachsinn. Warum macht er nur so wenig Damage? Das ist doch Wei Yan. Muss so eigentlich richtig reinschlagen. Ich will das nicht machen, weil dann die Grube getriggert wird. Lassen wir das. Einfach normaler Angriff hier. Er tut so an dieser Stelle. Rücken hinterhalt. Das ist alles nicht so doll. Ah, einfach mit dem Bogen wieder was. Die sind eh nicht scary. Hier können wir auch die Grube benutzen und ihn hier pullen. Das ist aber Yusho, der hat Streit. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Nee, das wollen wir nicht. Na, machen wir auch nochmal einen Angriff. Tick das! Oh, was soll's. Yes, jetzt können wir nicht taunten. Perfekt. Ja. Wollen wir hier taunten oder hier taunten? Oder sogar hier taunten? Ne, wenn hier, oder? Welchen Vorteil würde es bringen? Dass Lufan Flut machen kann, das reicht mir schon aus. Okay. Machen wir es hier. Dann komm mal her, Zhao Ren. Oberbefehlshaber an der Front. Das ist doch schön. Komm mal her, mein Freund. Denn jetzt wieder Zhang-He entconfusen, weil du ja so viele Anregen-Strategien hast, ne? Kann er machen. Oh, wir haben Streit. Oh mein Gott, das ist geil. Oh mein Gott, Streit, verfolgen. Feuerangriff. Nee, funktioniert nicht, ne? Nee, funktioniert nicht, das ist auf der Ebene. Grube. Grube funktioniert. Grube into Grube. Verfolgen einfach mal so. Das ist nice. Also Streit haben wir
glaube ich, noch nie initiated. Das haben die Computer nun mal gemacht. Aber jetzt haben wir es auch mal geschafft. Das ist echt nicht so einfach, das immer hinzukriegen. Oh yeah, Moral sinkt. Minus 18, das ist so ridiculous. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Grube. Und gleich kommt noch eine Grube. Das ist auch witzig, ey. Und nochmal Grube. Goodbye, my lords. This was the end of Zhongli. Ja. Nice. Du hast Zhongli besiegt, dafür wirst du zahlen. Hast du immer noch. Also nur jetzt aufpassen, dass Zhuge Liang und Zhang Ren uns nicht jetzt auch taunten, wobei die ziemlich geschwächt sind. So viel Damage werden die nicht machen können. Oh no! Shen Gui! No! Ach, nur 300, der macht auch sehr wenig Damage. Der Yujin. Soll mal recht sein. Können hier Hilfe into nothing. Aber wir können tauschen. Tauschen bietet sich an. Der hat noch mehr sinnvolle Strategien als Punktong. Punktong hat die meisten jetzt verbraten. Ah ne, das ist ja Wao Long. Der hat sowieso gar keine sinnvollen Strategien mehr. Der hat nicht nur verfolgen. Das brauchen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. In der Position bringt uns das nichts. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Furcht, okay. Ah, hat natürlich viel Value jetzt. Erwischt viel, aber... Pff, oh mein Gott. Gibt Schlimmeres. Okay, Zhang Gui ist tot. Ist eh nur Zhang Gui. Was soll's? Ach nee, das ist Wei Yan. Oh, fuck! Shit. Das ist nicht cool. Oh, können wir jetzt hier tatsächlich die Flut machen? Aber wir machen lieber Rücken. Rücken ist in der Situation besser. Guck mal. Jetzt. Umzingeln wir den quasi und der muss noch aussetzen, aber Flut muss er glaube ich auch aussetzen, aber trotzdem, Freunde, das ist viel besser gerade in der Situation. Was war denn sammeln? Ach sowas. Nee, das machen wir nicht. Ich versuche die Zange zu machen. In der nächsten Runde. Den ich Pangtong hier positioniere. Umzingeln, wechseln, Feuerwaffe. Ja. Ja, was machen wir jetzt mit Wei Yan? Könnten Vertreiben machen, ne? Ja. Ich denke, wir machen Vertreiben. Mit Wei Yan kann ich jetzt eh nicht so leicht escapen. Und ich habe auch keine Angst vor den beiden. Ja doch, vor Zhang Ren ein bisschen. Er ist schon stark. Aber vor Zhuge Liang habe ich überhaupt keine Angst. Was will der gegen Wei Yan im Nahkampf machen? Wei Yan hasst ja Zhuge Liang übrigens. Das wisst ihr ja. Er mochte ihn überhaupt nicht. Nachdem Liu Bei gestorben ist, war Zhuge Liang der Oberbefehlshaber von Shu geworden. Und ja, Wei Yan war überhaupt nicht damit zufrieden. Kein Fan von Zhuge Liang gewesen. Na, Wei Yan ist ja auch eher so der barbarische Haut-Draufkrieger und Zhuge Liang der super nachdenkliche Stratege. Das sind ja auch Gegensätze, wie sie im Buche stehen, aber trotzdem. Ich finde das ziemlich interessant. Sozusagen, I don't give a fuck. Ich werde jetzt hier nicht meine Grube verschwenden. Na, hätte ich vielleicht doch sollen, ich weiß nicht. Na, ich bleib jetzt ja einfach stehen und mache einen Angriff. Nimm die Finte und hau ab. Lass mich in Ruhe. 80 Damage? Das können 80 sein. Oder 70? Oder nur 60? Oh, 93 sogar. Oh, Zhang Gui, du Monster. Oh. Ein Trumpf. Wir können einen jetzt zuerst angreifen lassen. Und ich glaube, es ist Lu Meng. Also ich will, dass es Lu Meng, das Lu Meng, das mal, oder Pangtong. Ich glaube, Pangtong. Hat mehr Sinn in meinen Augen. Swoop! Nice. Endlich haben wir auch mal wieder einen Cheat benutzt. Ich weiß nicht, wann das getriggert wird. Das ist total random, glaube ich. Verfolgen. Ich glaube, jetzt kann nicht verfolgen initiated werden. Oh, sammeln. Achso, dann würde der noch runterkommen. Lass das einfach machen. My Lord, our
Your allies are requesting aid. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich glaube nicht, ne? Aber... Aua. Ach, ist nur Taunt. Wir sparen halt die Zange auf. Die Zange macht mehr Damage und wir können gleich, wenn Lubang dran ist, Zange machen oder ein Kampagnentor auch seine Zange machen und dann wird es auf jeden Fall reichen, um Zorin zu besiegen. Doppelzange. Auf jeden. Wechseln, danke dafür. Ich bedanke mich herzlich, dass sie mich von den Turm entfernt haben. Hätte mich wahrscheinlich in den Turm pushen können, das wäre nicht so cool gewesen. Hier werde ich Flut auf jeden Fall machen. Ja. Weil Lumeng soll dir gleich die Zange da machen. Machen wir wenigstens noch Flut auf den. Dann kann er sich nicht bewegen. Macht schön Damage. Flut hat. Oder auch nicht. Immerhin kann er sich nicht bewegen. Ich dachte, Flut macht mehr Damage. Was soll's. Nein! Chengui! Was? Hat er gerade 8 Damage gemacht, der Chengui? Ich bin begeistert. Ja, 2 Stärke. Ich hatte recht. Der schwächste Offizier. Aber nicht der schlechteste. Seine Strategien und die Spionfähigkeit sind schon gut. Auf jeden Fall, Freunde. So, jetzt gibt's die doppelte Zange. Komm schon, das muss reichen! Leider keine anderen Chains. Doppelte Zange. Ja, ich glaube, es reicht nicht mal. Nee. Leider nicht. Ja, ist halt nur die Zweitarmee. So viele Kombos hat die Zweitarmee jetzt nicht. Aber dafür schlägt sie sich ganz gut. 2000, das reicht absolut nicht. Shit. Ja, den kriegen wir nicht so einfach down. Machen wir hier. Will ich mich jetzt hier echt von dem entfernen? Von Zhugliang und so? Ja, ich denke schon. Naja, war eine Flanke. Was soll ich jetzt mit Huayan da oben? Das hat eh keine Chance gegen 3 Gegner. Verpiss mich lieber. Okay. So, hier können wir noch Hilfe, Mann, Hilfe. Ja, Hinterhalt wird wohl nichts, 2 Angriff sowieso nicht. Der kann auch nichts machen, aber wir können noch. Ja, umzingeln geht nicht. Ist alles scheiße. Ich vergesse es. Ja. Einfach nur die Hilfe gemacht jetzt. Aber ich glaube, ich kann Xian schon gleich noch da unten hinstellen. Aber der kann, glaube ich, keine Taktik machen. Ja, vergesst es. Das ist ein Mist. Wir kriegen den nicht down, den Sack. Was kann ich denn hier mitmachen? Tauschen. Okay. Das ist interessant. Das würde ich mal chainen. Genau, weil jetzt kann ich Lockvogel machen. Jetzt wird's gechained. Was reicht halt nicht für Zorin. Er wird immer noch leben. Retreat! 139, alles klar. Immerhin. Das ist eine Steigerung. Lufan, let's go! 1600, immerhin. Für Lufan? Kann sich sehen lassen. So, der kann leider nichts machen. Muss einen normalen Angriff machen. Aber... Ach komm, schwächen wir lieber die für die kommenden Schlachten. Aber wenn Lumeng jetzt dran ist, ist er weg. Der Zauber, das wird er nicht überleben. Schlauheit. Was ist das? Schlauheit. Werde ich mir gleich mal auschecken. Ich will wissen, was es ist. Was kommt jetzt? Furcht, danke dafür. Er hilft mir beim Rückzug. Danke! Ich liebe dich, Zhongren. No homo. Danke! So, nur ein Feld. Aber we take those. Okay. Das mache ich jetzt einfach, falls wir nochmal gegen diese Armee kämpfen müssen, dass die ein bisschen geschwächt ist. Kommen eh nicht ganz zurück mit Wayan und 1300 war gut. Kann sich sehen lassen, der Damage. Das war nice. Okay, jetzt gucken wir mal, was Schlauheit ist. Na, oh, unbeschränkter Einsatz von Intelligenzstrategien. Das Blöde ist, dass ich schon alle verbraten habe. Das heißt, wir müssen wieder normal angreifen. Und Punkto macht keinen Damage.
Rücken. Ah, just do it. Wie gesagt, es kann ja passieren, dass wir nochmal gegen die Offiziere kämpfen müssen. Sind sie jetzt ein bisschen geschwächt? 422 weniger. Besser als nichts. Ah, RIP. RIP, RIP, RIP. Neun. Okay, er lebt noch mit 9. Oh mein Gott. Jetzt geht's aber umzingeln. Umzingeln into nothing. Doch, Hilfe. Ja, das ist das große Problem von dieser Armee. Da sind nicht so viele Kombos möglich. Wie bei der Hauptarmee. Bei der Hauptarmee geht's ja ab. Die ist so krass. Wobei die jetzt auch ein bisschen geschwächt ist ohne Guan Yu. Na komm schon, es muss reichen. 600, 600, 600, 600. Komm schon, das kannst du schaffen. 6 fucking 100. Ich glaube aber nicht, dass 600... Oh doch, 1000. Das ist krass. Weil es ist ja nur Jiang Wan, dass er jetzt so viel... What? Die Flut wird gechained? Warum das denn? Ich meine, ich find's geil, aber warum? Steht da im Wasser? Ach ja, das ist glaube ich die Sandbank, ne? Das ist gut. Hahaha, sweet victory. Es geht voran, endlich mal wieder. Allerdings die Hauptarmee. Sie muss jetzt auch kämpfen. Sie muss jetzt auch kämpfen. Bei Guantan wieder. Das Schlachtfeld, was wir die letzten drei Parts gesehen haben. Oh, keiner Level-Up-Klasse. Ja, es ist nur einer? Euer Ernst? Das ist bad. Das ist richtig bad. Das ist scheiße. Oh mein Gott. Warum ist es nur einer? Okay. Das ist richtig scheiße. Aber wir haben Maliang und Fazeng. Das heißt, wir müssen nur warten, bis... Ja. Bis sich eine Möglichkeit ergibt, Shaodun rauszulocken. Das bedeutet, wir stellen uns jetzt hier einfach nur hin. Warten auf die Gelegenheit. Versammeln uns. Warten einfach nur auf die dumme Gelegenheit. Okay, wer ist tot? Oh, leck mich am Arsch. Spiel kurz mich an. Das ist Huang Zhong, der ist eh egal. Hab mich letzte Zeit sehr enttäuscht. Stand einfach nur rum, hat nichts mehr gemacht. Soll mir recht sein. Brauchen wir nicht. Der alten Kauz. Soll man mit dem? Also vollkommen okay. Ich verstehe es aber nicht. Wo ist Liu Bei hin? Hat er keine Lust mehr? Mir fällt gerade auf, die Feuerpfeile werden jetzt ziemlich abgehen. Können Zheng Liao rausholen. Hätten auch noch eine weitere Grube, so ist ja nicht. Will ich aber nicht. Wenn wir jetzt nicht Dings rausziehen, Shaodun, verlieren wir eh, das ist halt Fakt. Einzige Win-Condition ist jetzt hier, Shaodun rauszuziehen. Alles andere führt eh zur Niederlage. Schade, dass er den nicht bewegt hat, dann wäre eine Lücke da. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir jetzt Shaodun rausbekommen. Leichter gesagt als getan. Ich meine, wo sind die anderen Faulenzer? Seriously. Wenn ich noch mehr Offiziere braucht, wie viele Armeen soll ich noch hier hinschicken? Nur weil Cao Cao 1 Million Leute hat? Was soll ich da machen, Mann? Tot? Nö. Tot? Jupp. Yes! Er ist weg! Alt Knacker! Brauch eh kein Schwein. War die letzte Zeit so richtig schlecht. Gar keinen Nutzen mehr gehabt. Gut, ich warte. Ich warte. Warum kann hier nicht die Grube verwendet werden? Ach so, ja. Nee, ist schon richtig.
Das ist schon richtig. Hier kann sie nicht verwendet werden, aber... Es ist nicht Shaodun, also machen wir es nicht. Gut. Ich warte. Zeit. Na, den könnten wir vielleicht... Ja, wir haben zwei Grünen, ne? Den Ganin würde ich schon rausholen, wenn er in Reichweite ist, weil er ist echt ein Wichser. Okay. Ja, ich möchte mich anders positionieren. Er soll hier hin. Er bleibt natürlich. Jing Fei soll halt auf der anderen Seite. Mhm. Shaodun kommt. Aber auch der doof, Mann. Hier soll Jing Fei hin. Hier ist er safe. Was heißt safe? Safe nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hier können wir kommen. Hinterhalt. Überfall. Wir könnten jetzt einen töten. Aber ist es das wert, Li Din zu töten? Es ist nur fucking Li Din. Aber Li Din wird eh auf uns zukommen. Also machen wir's. Aber ja, immer noch eine Grube dann. Das ist das Geile bei Ma Liang. Der hat einfach so viele Taktiken. Das ist unglaublich. Also, just do it. Zack, 300 Damage nur. Voll schlecht. Na, voll bad. Na, ich bin mehr erhofft. Oh, das war aber nice. Holy shit. Fazing ist echt geil. Mit Abstand der beste Stratege, den wir haben. Okay. Oh, Shaodun. Ist lebensmüde? Ja, den können wir jetzt pullen. Das ist nice. Okay. Was können wir hier tun? Hier werde ich gleich die Grube verwenden. Ach nee, das ist ein Wald, ne? Ah, hier kann ich die Grube gar nicht verwenden. Okay, dann hat er doch alles richtig gemacht, der Shaodun. Ja, dann vergesst es. Machen wir einfach weiter hier. Lockvogel. Zange. Und... Attacke Handgem. Ja, das reicht. Nice, das reicht. Li Din hat ausgedient, aber es hilft uns nicht viel. Um ehrlich zu sein, es hilft uns gar nicht viel. Wir müssen es irgendwie managen, Shaodun hier rüberzuziehen. Ganing und Zheng Yao, die da noch ankommen, die können wir besiegen, weil die auch super geschwächt sind. Aber sobald die anderen eintreffen, haben wir verloren. What? Was ist mit denen heute los? Ein kritischer Treffer nach dem anderen. Soll mir recht sein. Das ist Adrenalin. Weil wir jetzt so stark unterlegen sind. Ich bleib. Ach, Guai. Ich will den jetzt hier nicht haben. Der zerstört uns. Heil den Shaodun. Ist mir auch egal. Einmal in der Chain ist, ist er eh weg. Was kommt hier jetzt? Salve. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. Wir müssen mal zusehen, dass wir den wegkriegen. Oh, fuck. Bitte, Zheng Fei. Ne. Ja, ich find's blöd, dass man bei den Spielen nicht sagen kann, ich gebe auf. Weil jetzt würde ich aufgeben. Was soll das? Kein Sinn mehr, diese Schlacht.
Das ist echt scheiße, warum kann man nicht aufgeben? Ernsthaft, das ist so dumm gemacht. Wirklich, es gibt überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich nicht aufgeben können, ey? Verpiss dich, du Wichser. Ich hasse den, ey. Kann man so einen overpowerten Charakter ins Spiel machen? Der ist so schlecht designt in Dynasty Tactics, dieser Gunning. Weil er hat Spot, er hat mega die Angriffspower, das ist so broken. Warum hat man den so stark gemacht? Das ist echt übertrieben. Das ist wirklich mit richtig krass übertrieben. Ganz schlecht designt in Dynasty Tactics. Als ob, er hat es doch eben gerade verwendet. Ach komm schon, ey, ich will nicht mehr. Das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn Liu Bei fehlt. Und es gibt keinen Grund dazu, warum er fehlt. Was soll's? Dann gewinnen wir einfach mit der Zweitarmee gegen Cao Cao. Die gehen da jetzt schön durch. Was soll's? Ernsthaft. Gewinnen wir einfach mit denen. Seriously. Was ist da vor? Gewinnen wir einfach mit denen. Haben sich doch gut geschlagen. Was willst du mehr? Dann machen wir es mit der Zweitarmee. Was ein Schwachsinn. Verstehe dieses Spiel manchmal echt nicht. Doch kannst du die jetzt nicht mal vernichten, ey. Die Computer, die verarschen einen dann auch immer, wenn man verloren hat. Die ganze Zeit immer so diese Taktik, die überhaupt kein Damage machen, einfach. Was ist das denn? Ihr Furcht in der Furcht! Könnt ihr die jetzt nicht vernichten? Alter, es ist so ein Schwachsinn. Ernsthaft, ey, so ein Bullshit. Hätten sie nicht gleich schon Attacke machen können? Ich verstehe sowas echt nicht. Das ist so unnötig. Ja, er ist tot. So, ich könnte jetzt bitte Zhang Fei ganz schnell besiegen. So ein Schwachsinn, echt. Unverdient gewonnen. Liu Bei keinen Bock hat. Liu Bei trinkt jetzt irgendwo eine Tasse Tee, der alte Idiot. Ach, was soll's. Habe ich jetzt gemacht, damit er schneller stirbt, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt hast du gar nicht die richtige Taktik ausgewählt. Klar, ich kann auch so viel Damage wie möglich machen, das ist schon richtig. Vielleicht soll ich das tun. Aber nö. Ich bin gerade so mad auf das Game. Na, vor allem, die heilen sich ja. Je schneller ich sterbe, desto besser ist es gerade. Okay. Das ist ein 1 gegen 1. Na, Quatsch. Sind doch sofort da, seht ihr ja. Ja. Warum baut er jetzt erst ein Zelt? Die sind so dumm, aber gewinnen immer wegen so ein Jank. Entweder wegen diesen Trümpfen oder weil Liu Bei keinen Bock hat oder sonstiges. Ist echt retarded. Na, das einfach, das ist doch fun. Oh, das macht sogar Damage. Junge, Junge. Not bad. Pass mal auf, wir schaffen es jetzt noch mit Zhang Fei Shodun zu besiegen. Ich versuche es auf jeden Fall. Wenn der jetzt zu mir kommt, so mutig ist, soll das machen. Schlau war es jedenfalls nicht. Aber ja, Ganning und andere Bogenschütze sind dann auch Zheng Liao. Es ist, glaube ich, 600 mit Bogen. What? Warum machen meine Bogenschütze so wenig Damage nur? Weil ich Wang Zhong habe und das in Lappen ist? Von wegen Meisterbogenschütze. Wang Zhong suckt. Zum Glück ist er jetzt tot. What? Ich kann das echt noch schaffen. What the fuck, Mann? Was ist denn Schwachsinn? Der hat Moral 100. Ich habe Moral vielleicht 50 oder so. Zheng Fei geht gerade ab. Was ist los mit Zhang Fei, ey?
Hier geht gerade richtig ab. Ah, gut, aber sind zu viele Bogenschützen. Zu viel Damage. Nochmal 600, ne? Ja. 500, okay. Na, ah, nee. Ah, nee, nee. Ohne Taktiken jetzt nicht. Hätte ich nur eine Taktik, Überfall oder so. Easy going. So nicht. Mann, das. Was bewegt ihr euch überhaupt noch? Die kommen doch eh nicht mehr zu Zheng Fei. Ist doch eh schon gleich tot, Mann. Voll ein unnötiger Scheiß. Kannst du ihn jetzt bitte besiegen? Danke. Ich hasse das. Das Spiel regt richtig auf. Aber das wusste ich ja. Schon bei vor Part 1 wusste ich, dass mich das Spiel aufregen wird. Weil da ist die Tactics 1 echt dumm ist in manchen Teilen. Aber gut. Yes. Stadt wurde besetzt. Ja, Freunde, würde ich sagen. Ja, Liu Bei ist jetzt einfach weg, oder was? Er ist einfach weg. Nee, er ist hier! Er hat's durchgeschafft. What? Ja gut, dann können wir jetzt Liu Bei's Armee benutzen. Zheng Fei und so sind jetzt drin. Okay. Ich bin mich wieder umsonst aufgeregt, glaube ich. Cheng Gui machen wir natürlich hier hin. Zivilist Liu Ba hat, ja, keinen Freund von uns. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir die Armee jetzt irgendwie... Ja, wen haben wir denn jetzt überhaupt noch? Können wir jetzt einmal kurz gucken. Beim Hauptquartier, welche Offiziere noch übrig sind, welche noch verwendet werden können. Das können wir, indem wir hier. Ja, ne. Oh, wir haben noch Gao Shun, das ist nice. Gao Shun ist nice. Guan Yu ist schon wieder fast dabei. 7100. Ist schon fast wert, Guan Yu jetzt mitzunehmen. Man Liang ist zu geschwächt. Okay. Oh, Mizu. Warte, da geht's noch weiter, ne? Mhm. Na, Zheng Fei ist auch zu geschwächt. Okay. Ja, aber Gao Shun und Guan Yu sind Überlegung wert. Ich mache hier einen Zwischenspeicher. Sprich, ich nehme wieder einen anderen Speicherstand. Ja, das hat mir nicht so gefallen, dass die Armee sich da aufgesplittet hat. Jetzt will ich mal kurz was gucken, wenn ich... Kann ich überhaupt jetzt hier, weil die Versorgung ja jetzt hier unterbrochen ist durch Cao Cao, kann ich überhaupt jetzt hier Offiziere hinzufügen? Falls nicht, weiß ich Bescheid. Das ist die Hauptarmee, die muss auf jeden Fall verwendet werden. Die sind auch super gut. Wer mit Lu Meng und Liu Bei natürlich angreifen. Ich würde ihn hier rausmachen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann lade ich einfach den Spielstand nochmal. Darum habe ich jetzt einen Zwischenspeicher gemacht. Doch, es geht. Tatsächlich, okay. Gut, dann wenn ich hier... Ach, wollen wir Guan Yu echt hier hinmachen? Ja, Guan Yu ist zu gut, um nicht zu nehmen. Machen wir auch ihn raus. Ja, genau. Wir machen ihn raus und machen Gao Shun rein. Yes! Gao Shun, er ist da! Viele wollten ja, dass ich Gao Shun nehme. Da ist er. Ah. Seriously? Den machen wir raus. Da ist mir die geschwächte Fazeng lieber. Oder der geschwächte Ma Liang. Es ist kein Taunt, das ist die Grube, ist mir klar, Freunde. Ja, Fazeng, der ist so gut. Wir nehmen ihn. Jetzt haben wir mal nur einen mit Taunt. Nee, wir haben gar keinen mit Taunt, noch schlimmer. Nur zwei Gruben, das muss jetzt reichen. Das muss reichen, Freunde. Ja, das machen wir im nächsten Part. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, würde ich gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.